So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gamers Club, der Club für Gamer. Yannick sagt seine Meinung, oder besser gesagt, wie es im Titel steht, wird YouTube zu Facebook? Was hat es mit dem neuen Kanaldesign auf sich? Naja, so steht es vielleicht nicht ganz im Titel, aber okay. Darauf möchte ich heute eingehen, auf das neue Channel One Design. Und ich werde zunächst auch Vergleiche zum alten Design anstellen und werde eben dann meine Meinung sagen, werde dann eben, ja, so mal ein bisschen drüber reden, was ich davon halte, was sich verändert, die Neuerung so grob umrissen. Und ja, so, wir sehen hier jetzt das alte Kanaldesign, wie es so vor sich hin lebt. Man sieht, man hat eben dieses Hintergrunddesign, man hat eben, wie es gerade auf YouTube so noch üblich ist, die ganz typische Gestaltungsweise mit der Angesagt-Seite, so wie ich sie persönlich angepasst habe. Und ja, ich finde es persönlich ganz schön, man kann nämlich sehr viel anpassen, man sieht so seitlich im Hintergrund eben die Battlefield-Figur, Mirror's Edge, ein bisschen die Beine, weil mein Bildschirm hat eben nur eine 768er Auflösung, also bisschen über HD Ready, deswegen sieht man da auch nicht so viel drauf, deswegen wundert euch nicht. Wenn ihr eine 1080p Auflösung habt, dann seht ihr da sehr, sehr viel drauf. Auf jeden Fall, wie man sieht, eben alles angepasst auf uns. Man sieht die hochgeladenen Videos mit den Thumbnails. Man sieht im Hintergrund eben weiterhin die Gestaltung. An der Seite eben die Channel Designs, wie sie so dran sind. Laufende Projekte sind da auch drin, obwohl sie jetzt nicht mehr ganz aktuell sind. Da müsste ich mal wieder anpassen. Ja, und man sieht auch unsere Kanäle, die wir ganz, also persönlich fördern wollen, promoten wollen, die wir gut finden, die uns etwas Gutes getan haben, etc. pp. Ja, dann gibt es noch die oben, ganz oben eben das Video ansehen. Oder Videos ansehen gibt es dann auch. Dort sieht man dann die Uploads von dem jeweiligen Künstler oder der jeweiligen Gruppe oder was auch immer. Sieht man eben alle Videos im Upload-Fenster vorhanden. Hat eben nebendran wieder die Infos zum Kanal kompakt gestaltet. Oder die Linkliste. Dann gibt es noch die Playlist. In den Playlists seht ihr eben alle Playlists, wie der Titel das eben schon sagt. Was wir persönlich auch ganz gerne nutzen, sind die Playlists, eben weil sich bei den Uploads eben diese Seitenzahlen, ist das mit den Seitenzahlen weg. Und stattdessen gibt es jetzt diesen wundervollen, verhassten, zumindest von mir verhassten, Mehranzeigen-Button. Naja. Gut, dann gibt es eben noch den Feed, wo alle Informationen über den, über die Aktivitäten des Videokünstlers gezeigt werden. Ja, sieht man bei uns auch ab und zu, wie wir ein Video hochladen, wie wir etwas posten, etc. etc. Dann gibt es noch die Kommentarseite, wo eben gezeigt wird, ja, wer einen Kanalkommentar hinterlassen hat und so weiter. Ist zwar ein bisschen umständlich dahin zu kommen, aber ich finde es persönlich immer noch ganz gut, dass es die Funktion gibt. Schade, dass man diese nicht ganz oben neben den Videos ansehen hat, aber okay. So, nachdem YouTube mal wieder das Design ändert, kommt jetzt dieses wundervolle Channel One Layout nicht. Also ich persönlich kann schon mal meine sehr positiv gestimmte Haltung hier ironischerweise loswerden. Das, wenn ihr das verstanden habt, dann seid ihr gut. Nein, also, wir sehen hier jetzt den Channel von Electronic Arts. Die haben schon auf das neue Kanaldesign umgestellt. Was als erstes auffällt, es gibt keinen Hintergrund mehr. Also das Hintergrunddesign ist schon mal ganz weggefallen. Wurde jetzt alles entpersonalisiert. Man hat im Hintergrund jetzt dieses typisch schlichte weiße YouTube-Design. Nebendran links sehen wir eben unser Menü, das jetzt bei den jetzigen Channels nicht vorhanden ist. Kann man jetzt drüber streiten, ob man es gut findet oder nicht. Ich finde, so Channels, die haben so einen speziellen Wert auf YouTube. Wenn man da drauf ist und sein Menü mal nicht hat, dann ist man irgendwie besonders auf diesen Channel fixiert. Dann wird man nicht irgendwie durch ein Special-Menü abgelenkt, sondern ist wirklich voll und ganz mit diesem Channel, wie als wäre es eine eigene Seite, fixiert. So, das haben sie jetzt geändert, weil sie sich gedacht haben, ach, die Channels, also ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Ich vermute mal, ich spekuliere da, sie haben sich gedacht, ach, die Channels, manche kriegen es vielleicht nicht hin, ein Hintergrunddesign zu erstellen. Und es scheint immer mehr in die Richtung zu gehen, ja, Individualismus brauchen wir nicht, sondern eher so, ja, das
die Masse zählt. Ich weiß es auch nicht. Für mich persönlich ist es einfach, dass sie den Individualismus wegtun. Man sieht eben auf dem Kanal oben das Banner. Danach kommen eben neue Videos, die dann auf der Home-Seite angezeigt werden. Die neuesten, natürlich die 6 neuesten sind es bei EA. Dann kommen die ganzen Playlists wie SimCity und ja, was da auch immer noch dabei ist. So, und ja. Dann gibt es jetzt noch ein, also das war jetzt eben von einem abonnierten Channel. Und jetzt möchte ich euch noch einen nicht abonnierten Channel zeigen. Das ist dann Laura in the Kitchen. Und man sieht hier einen kleinen Unterschied. Also im Gegensatz zu dem abonnierten Channel hat man hier ein Intro, einen Trailer von dem Kanal. Diese Idee finde ich ganz gut, dass man eben sieht, aha, da gibt es jetzt ein Video, wo dann der Videokünstler etc. eben zusammenfasst, was auf seinem Kanal passiert. Man sieht so ungefähre Qualitäten. Andererseits finde ich, naja, wenn man zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es mit dem neuen Kanaldesign ist, es ist schon ein großer Aufwand, man muss dann wirklich gut sich qualitativ darstellen, man muss eben schauen, ja, dass man sich gut darstellt, weil eben der erste Eindruck zählt und nachdem es das Hintergrunddesign nicht mehr gibt, jetzt alle dieses einheitliches Design im Hintergrund haben und dann nur noch dieses Banner und nur noch dieses Intro, ist wirklich das Intro, was zählt. Man sieht dann auch weiter unten, ja, die haben jetzt ihre Thumbnails ganz schön. Darauf wird es auch rauslaufen, eben, dass YouTube jetzt mehr auf Thumbnails setzt, weil ich glaube, sonst kann man seine Zuschauer, beziehungsweise sonst gewinnt man keine neuen Zuschauer, weil man eben sonst nicht viel zum Individualisieren hat, außer die Thumbnails, das Banner und dann vielleicht noch das Intro, gerade noch so. Gut. Damit sind auch die Anpassungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt, meiner Meinung nach. Als Fazit möchte ich sagen, dass YouTube mit dem neuen Design Vorteile schafft, für die, die das nicht drauf haben, in dem Hintergrund erstellen und auch niemanden finden, der das kann. Andererseits bauen sich neue Nachteile auf. Die Nachteile sind eben, wie ich schon ganz groß die ganze Zeit von rede. Es gibt diesen Individualismus, gibt es nicht mehr, diese freie Anpassungsmöglichkeiten scheinen eingeschränkt zu werden, weswegen ich habe mich noch nicht getraut, das Kanaldesign umzustellen, weil ich nicht weiß, ob man es zurückstellen kann und ich will da ehrlich gesagt nichts riskieren. Ich finde, wie sie das Kanaldesign zurzeit haben, ist es nicht perfekt, aber es ist besser, weil man eben persönlich, ich finde, man kann da einfach persönlicher viel mehr einstellen, man hat Hintergrund, Avatar, man sieht gleich, was Sache ist. Man hat zeitlich immer Informationen über den Kanal und jetzt scheint es eben so, ja, Banner und dann war es das schon, dann hat man irgendwelche Videos und man sieht dann nicht mehr ganz, welcher Kanal es ist und der Kanal scheint irgendwie zu verschmelzen. Der scheint nicht mehr das Zentrale von YouTube zu sein. Das scheint wirklich so in die Startseite mit einintegriert zu werden, wo ich dann schon sage, Leute, was macht ihr? Ich finde, ein Kanal sollte wirklich extra sein, sollte nicht in die Startseite mit einintegriert werden, weil es kommt dann so kurzweilig rüber, eben weil ich auf der Startseite, ich persönlich bin da auch so, ich schaue mal durch, was meine abonnierten Channels, also die ich eben abonniert habe, was machen die so, schaue ich eben durch, klicke den einen an, klicke den nächsten an, einfach ganz schnell, zack, 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 und wenn ich auf den Channel gehe, dann bleibe ich da länger, dann schaue ich mir eben an, ja, was haben die Neues geschrieben, welche neuen Videos, welche Playlist, da schaue ich auch auf die Playlist und alles. Und ich finde eben deswegen, YouTube, warum macht ihr das? Ich meine, wollt ihr wirklich auf dieses Kurzweilige rein oder ist das eben nur so meine Interpretationssache? Und um jetzt auch auf das Facebook, also wird YouTube wie Facebook zurückzukommen? Vielleicht, also was ich von Facebook eben kenne, ist dieses typische Fanpage-Design, wo dann eben oben ein Banner ist, auch dieser Avatar gerade noch und dann, also das ist soweit ich weiß alles, was sie da rein integriert haben und deswegen finde ich auch das alte Kanaldesign besser und damit möchte ich mich auch schon verabschieden, möchte jetzt nochmal eure Meinung hören von euch, wie ihr über das neue Kanaldesign denkt, schreibt mir in die Kommentare, ich werde sie mir schön anschauen und möglichst auch beantworten und damit sage ich ciao und bis zum nächsten Video.